Tag zusammen! Zu Mario Kart 8 Deluxe gibt es ein Update in Form des Booster Streckenpasses. Das ist eine Art DLC, den ihr entweder für 24,99 € kaufen könnt oder aber ihr habt ein Nintendo Switch Online Plus Erweiterungspaket Pass oder Abo, dann ist das quasi mit drin, allerdings natürlich nur solange ihr dieses Abo habt. Was umfasst der DLC? Nun insgesamt 48 Strecken im Laufe des Jahres. Jetzt im Moment sind aber 8 neue Strecken in Form von 2 Cups verfügbar. Das ist zum einen der goldene Turbo Cup und zum anderen der Glückskatzen Cup. Und ich werde euch diese Strecken jetzt mal zeigen. In diesem Video geht es um die Strecken des goldenen Turbo Cups. In einem zweiten Video auf unserem Kanal findet ihr dann den Glückskatzen Cup. Fangen wir an mit der ersten Strecke. Ich wähle einfach mal Zeitrennen, damit wir ohne irgendwelche Störungen durch Gegner und Items uns die Strecke anschauen können. Und wir beginnen in Paris mit dem Paris Parcours, den man aus Mario Kart Tour, also dem Mobile-Ableger, kennt. Und da stehen wir auch schon an der Startlinie und gucken direkt auf den Arc de Triomphe. Das ist ja eine sehr bekannte Sehenswürdigkeit in Paris. Meistens ist da ziemlich viel Verkehr. Und hier muss man natürlich erstmal drumherum fahren. Das ist eine Strecke, wo man ordentlich driften kann, wenn man denn weiß, wie man es macht. Ich muss sagen, ich kenne die Strecke nicht so wirklich richtig gut, weil ich Mario Kart Tour nicht so richtig gespielt habe. Da ist auch schon der Eiffelturm, kleine Flugstrecke dahin. Was diese Mario Kart Tour Strecken alle an sich haben, die ändern ihren Verlauf in der letzten Runde. Das werdet ihr gleich noch sehen oder beziehungsweise im Verlauf des Rennens. Vorbei an der Piranha-Pflanze, das ist alles kein großes Ding. Hier um die Ecke kann man auch noch mal so ein bisschen driften. Achtung, Bordstein. Oh, gerade noch so hingekriegt. Vorbei an dem Obelisken. Und da sind wir auch schon wieder am Arc de Triomphe. Runde 1 ist geschafft. Ihr seht schon, das Flair stimmt. Die Strecke ist, naja, sagen wir mal, nicht so ganz so baby einfach. Die ist schon ein bisschen anspruchsvoll. Aber da kann man sich eingrooven. Wir sind ja natürlich jetzt auch hier allein auf weiter Flur, sodass man sich die Strecke gut angucken kann. Turbofeld da vorne. Schön mitnehmen. Ja, habe ich jetzt nicht gemacht. Super. Aber das nehme ich mit. Juhu. Da sind wir wieder an der Piranha-Pflanze. Einmal noch eine Linkskurve. Oh. Oh. Damn it. Ja, ist jetzt alles nicht perfekt. Ich wollte die Strecken halt für euch so schnell wie möglich mal anzocken, damit ihr was sehen könnt. So, jetzt letzte Runde. Jetzt seht ihr, geht es plötzlich andersrum. Die Strecke ist geradeaus abgesperrt. Wir müssen hier rechts rum und da ist dann auch plötzlich ein Sprung. Hier sind wir also noch nicht lang gefahren. Ich finde es eigentlich ganz nett. Das bringt so ein bisschen Abwechslung nochmal ins Rennen in der letzten Runde. Und jetzt kommen wir eben von der Seite an den Eiffelturm ran. Achtung, scharfe Kurve. Noch ein schöner Sprung über, ich weiß gar nicht, wie das heißt, irgendwie Brunnen mit Fontänen. Das muss man auch erstmal schaffen, dass die Musik nach Frankreich und nach Mario klingt. So, wieder am Arc de Triomphe und da ist auch schon das Ziel in Sicht. Das war also der Paris-Parcours und wir machen direkt weiter mit der zweiten Strecke im Goldener Turbo Cup. Toads Piste heißt sie, ihr kennt sie vom Nintendo 3DS. Eine absolute Einsteigerpiste, möchte ich sagen. Warum? Das seht ihr gleich. Und da geht's auch schon los mit Turbo Start und das hier ist wirklich eine Strecke, wo ihr viel driften könnt und zwar schön lange. Ihr seht diese langgezogene Kurve. Da werden die Reifen sogar lila, gibt einen ordentlichen Boost, noch einen kleinen Boost. Dann wieder ein Drift um die Linkskurve. Da rechts seht ihr schon einen Sprung, den können wir gleich mal mitnehmen, also eine kleine Abkürzung. Jetzt fahre ich hier erstmal auf der regulären Piste. Steilkurve, auch kein allzu großes Problem. Und da ist auch schon der erste Lap geschafft. Also ziemlich kurze Strecke, ohne große Hindernisse, ohne große Schikanen. Einfach nur schön langgezogene Kurven. Könnte man fast ein bisschen als einfallslos bezeichnen, aber wir wollen ja nicht böse sein. So, jetzt ist hier plötzlich ein Sprung, sodass wir über die Brücke drüber können.
Muss ich fast ein bisschen aufpassen, dass ich hier rechtzeitig wieder runterkomme. Achso, die Abkürzung wollte ich ja nehmen. Vergessen. Machen wir gleich. Versprochen. Okay. So, das war auch schon Runde 2. Ich zünde nochmal ein Turbo. Ach Mist, jetzt warte mal. Ich hätte ja den Turbo mir aufbewahren müssen für den Sprung gleich. Ah, unklug. Also. Gemerkt. Die Turbopilze für die Sprungschanze, für die Abkürzung behalten. Habe ich jetzt gerade nicht gemacht. Okay, soweit so bekannt. Jetzt aber, also da rechts die Rampe, jetzt natürlich ein Turbopilz eigentlich zünden. Und dann könnte man da eigentlich mit einem schicken Sprung drüber hüpfen. Ja, und da ist auch schon das Ziel. Toadspiste, wie gesagt, relativ unaufgeregte Strecke. Gucken wir uns mal Strecke Nummer 3 an. Die dritte im Bunde ist der Schokosumpf vom N64. Los geht's. So, der Schokosumpf ist ebenfalls eine sehr schöne Strecke, finde ich. Bin ich immer gerne gefahren. Nicht von den Coopers da oder von den Paracoopers irritieren lassen. Hier schöne langgezogene Kurve. Da kommen noch so ein paar, wie heißen eigentlich die Fledermäuse? Zubat sind nicht. Zubat ist ein Pokémon. Ja, also, durch den Tunnel. Hier kann man auch schön driften. Dann kommt ein Sprung. Relativ enge, schmale Kurve. Sieht jetzt eigentlich ganz easy aus. Ups, da kommen Steine angeflogen. Ist natürlich eine völlig andere Nummer, wenn man hier mit Gegnern fährt, die einem das Leben schwer machen und Items schmeißen, was weiß ich nicht alles. Aber jetzt, um die Strecke euch in Ruhe einmal zu zeigen, ist das Zeitrennen, glaube ich, der richtige Modus. So, wieder rein in den Tunnel. Das hat bisher eigentlich ganz sauber geklappt. Keine nennenswerten Abkürzungen hier oder sonstigen Schikanen, die man beachten müsste. Außer natürlich diese Steine. Aber das ist auch immer so ein bisschen Glückssache. Ah! Sorry. So, hier kann man natürlich auch ein bisschen die Hügel nutzen, um sich selbst nochmal einen kleinen Sprung-Turbo zu verpassen. Und da sind wir auch schon in der letzten Runde. So, hier nochmal durch den Graben. Achtung, tief fliegende Fledermäuse. Das ist Fledermausland! Wieder diese langgezogene Kurve. Ihr seht es an der Minimap. Das ist ein richtiges U. Und noch eine letzte Kurve und da geht es auch schon aufs Ziel zu. Ups, ein bisschen schief erwischt. Hüpfen wir hier nochmal. Schokosumpf. Eine Strecke vom N64. Und damit kommen wir auch schon zur vierten und letzten Strecke im goldenen Turbocop. Es ist die Kokospromenade von der Nintendo Wii. Das ist eine Strecke, die ich total gerne mag, die aber auch einigermaßen schwierig ist. Denn ihr seht da hinten schon, da gibt es Rolltreppen oder Förderbänder. Die sollte man in der richtigen Richtung erwischen. Und es gibt mehr als eine Möglichkeit, diese Strecke zu fahren. Und ich habe ehrlich gesagt noch nicht so richtig rausgefunden, was denn eigentlich die Ideallinie ist. Zumal das noch natürlich nochmal ganz anders ist, wenn man mit Gegnern zusammenfährt, denn manchmal lohnt es sich vielleicht eine Strecke zu nehmen, die ein bisschen länger ist, dafür aber leerer. Ne? So, ich habe glaube ich am meisten Probleme mit diesen Steilkurven-Dingern. Sehen wir gleich mal. Hier geht's raus auf den Parkplatz und das ist dann ein bisschen tricky, weil man weiter fliegt, als man Zeit hat sozusagen. Da muss man dann rechtzeitig schon mal in die Kurve lenken oder eben landen. So, das war die erste Runde. Jetzt haben die Förderbänder da ihre Richtung gewechselt. Man kann auch überall nochmal so einen kleinen Sprung einlegen. Wir bleiben mal hier oben. Und dann geht es nämlich da wieder runter. Man kann über diese Brunnen auch immer springen. Also jede Gelegenheit nutzen, um einen Turbo abzugreifen. Aber, oh, ja, ich sag ja, diese
Diese komischen Steilkurven da mit diesen türkisen Markierungen, das ist irgendwie nicht meins. Auch wieder hier den Winkel nicht so ideal erwischt. So, ich probiere mal hier die Kurve ein bisschen früher einzuleiten. Ne, war auch noch nicht so optimal. Da könnt ihr mal gerne Tipps in die Kommentare schreiben, wie man diese Parkplatznummer optimal löst. Habe ich noch nicht so raus. So, wir sind wieder durchs Untergeschoss gefahren. Turbofeld. Rolltreppe hoch. Oh. Sorry. Ah, komm, wir hüpfen mal über die Palme und über den Brunnen und dann... Oh, ey. Ach Leute, tut mir leid. Also wie gesagt, ist nicht so wirklich mein Ding da mit den Kurven. Jetzt fliegen wir vielleicht mal hier rüber. Boah, ist gar nicht schlecht. Oh, naja, stehen bleiben sollte man dann natürlich nicht. Naja. So, das war's auch schon mit den ersten vier Strecken des goldenen Turbo Cup, die jetzt neu zu Mario Kart 8 Deluxe für die Switch verfügbar sind. Ein zweites Video habe ich natürlich gemacht zum Glückskatzen Cup, ebenfalls vier neue Strecken da enthalten. Guckt da einfach mal bei uns auf dem Kanal, dann findet ihr auch das zweite Video. Vorzocker wird 10 Jahre alt und das wollen wir feiern und zwar mit euch und einem fetten Livestream. Am Samstag, 26. März, 16.30 Uhr geht's los, natürlich live auf unserem YouTube-Kanal youtube.com/vorzocker. Seid auf jeden Fall dabei, natürlich ist das ganze Team an Bord und auch ehemalige Vorzocker werden sich die Ehre geben. Und natürlich haben wir uns so einiges ausgedacht, was wir zocken werden. Die Sprechstunde kehrt für eine Sonderedition zurück und für euch gibt's auch noch was zu gewinnen. Also, das sind eine Menge gute Gründe einzuschalten. Samstag, 26. März, 16.30 Uhr, 10 Jahre Vorzocker live.